Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator. Nach einem kleinen oder etwas längeren Nickerchen zwischen der Aufnahme habe ich mich zumindest kurz mal auch schlau gemacht, was wir hier an schöne Aufträge haben. Und den lukrativsten, den wir aktuell hier haben, ist ein Auftrag Richtung Polen, genau genommen nach Stettin. Ja, an. Wir haben eine Fahrzeit von 4 Stunden 44 Minuten, also ja, dauert ein bisschen, aber das sollte nicht das größte Problem sein. So, jetzt müssen wir nur noch den Sattelauflieger finden. Und ich habe da irgendwas gesehen auf der Karte von hier unten. So, da müssen wir jetzt irgendwie rumkommen. So, dann einmal hier. Dann wollen wir einmal zurück. Rückwärtsgang eingelegt und einmal ran damit. Vielleicht auch mal gerade, das wäre auch nicht verkehrt. Ich würde mal sagen, dann bleibt der Sattelauflieger auch vielleicht ein bisschen länger heile. So. Einmal anhängen, das gute Stück. Und dann geht es los auf großer Tour, auf großer Fahrt ab Richtung Polen. Einmal raus ins Ausland. Und ja, mal gucken. Wer weiß, was wir für Aufträge kriegen, wenn wir denn mal da sind. Jetzt müssen wir eben kurz gucken, wo war das? Sind schon Fahrzeit, also ich hätte fast gar einen zweiten Auftrag. Könnte man eventuell noch vor der Pause eventuell machen. Das ist durchaus möglich. Aber wir müssen erstmal den hier abliefern. Von daher einmal rauf, raus aus der Stadt und rauf auf die Autobahn. Rechts dürfen wir nicht. Oder sollen wir nicht. Hat wahrscheinlich auch gute Gründe. Aber gut. Hier, wir hören mal auf das Navi. Und wenn wir in der Sackgasse stehen, ja gut, dann ist das Navi schuld. Soll es auch hin und wieder mal geben, dass einem das Navi irgendwo durchführt und da fährst du vorm, gehst du irgendwo kurz vorm Friedhof und stellst fest, da sitzen ja Steckpfähle drin. Da komme ich nicht lang. So eine Stelle gibt es übrigens tatsächlich. Hatten wir das auch schon mal, dass ein LKW-Fahrer uns mal gefragt hat, ich muss irgendwie nach da hinten hin, aber wieso ist hier dicht? Mein Navi sagt, hier könnte ich lang. Ja, da musste er natürlich zusehen, wie er da drehen konnte. Weil wir durften nicht aufmachen, die Steckpfähle. Anweisungen von ganz oben. Naja. Wir hätten ihm gern geholfen. Obwohl, ich glaube, dann wäre die ja sehr kleine Radweg dazwischen auch ziemlich kaputt danach. Ja gut, hat vielleicht auch seine Gründe. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erstmal auf Autobahn, wobei ich glaube, das ist erstmal nur eine Schnellstraße. Wo wir also laut Schild nur 60 fahren dürfen. Ja, haut hin, das ist keine bauliche Trennung. Aber ab da vorne dürfen wir. Hier vorne ist eine bauliche Trennung. Das heißt, wir dürfen theoretisch hinten auch 80 fahren, wenn da vorne nicht eine Ampel wäre. Dann nähern wir uns mal ganz vorsichtig. Wir wollen nämlich nicht nochmal eine neue Fahrt beginnen, direkt mit ein paar Knöllchen. Das Geld, das brauchen wir nämlich anderweitig. Oder könnten wir anderweitig genauso gut gebrauchen. So, das Gas geben, das dauert ein bisschen. Das ist nicht der schnellste. Noch eine Ampel. Naja gut, soll es auch hin und wieder mal geben. Oder haben wir so einen extra Abbiegestreifen? Natürlich nicht. Wer hätte auch was anderes erwartet? Ganz vorsichtig rantasten. Ah, sehr schön. Die Ampel hat uns erkannt. Und dann einmal rum und rauf auf die Autobahn. Ich frage mich, wozu wir hier zwei Streifen haben. Also ich würde mal fast behaupten, die Ampel hat eine ganz komische Schaltung, wenn hier ein zweiter Streifen ist. Weil der ergibt sonst, glaube ich, gar keinen Sinn. Aber gut. Dann geht es jetzt einmal rauf.
und mit Vollgas Richtung Stettin. Und wir versuchen mal ein bisschen auf Blitzer oder Radarkontrollen zu achten. Beziehungsweise versuchen uns, wenn dann, diese Stellen ein bisschen zu merken. Brauche ich gar nicht rüber? Hui, da kommt einer. Also der Einfädelungsstreifen ist jedoch ein bisschen groß, muss ich sagen, aber gut. Aber der geht aber auch ganz schön schnell auch wieder runter. Da muss ich auch sagen. Aber ist wahrscheinlich keine Auffahrt, wo wir durch können, oder? Na gut, wahrscheinlich schon, aber. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie heißt das Kreuz hier? Ich glaube, das werden wir jetzt so schnell nicht erfahren, aber gut. Wir fahren dann mal geradeaus. Ich glaube, da sind wir auch ganz gut mit bedient. Hinter uns kommen noch ein paar Autos, oder zumindest einer. Rechts neben uns gibt ein LKW-Gas. Das heißt, wir ziehen mal auf die linke Spur, weil der LKW will ja auch noch auf die Fahrbahn. Und ich sag mal so, wir müssen unseren Kollegen es ja auch einfach machen. Außerdem können die Autofahrer auch mal eben ein bisschen warten. Geduld soll man ja schließlich auch mal mitbringen. Kaum ist die eine Auffahrt, da die eine Einfädelung beendet schon, geht die nächste wieder los. Beziehungsweise die Ausfädelung. Muss man ja eher sagen. Da sieht man aus, als müssten wir auf eine Bundesstraße. Eieiei, das erklärt diese 4 Stunden Fahrzeit, glaube ich dann. So, 50 runter. Dann sollten wir hier sicher durchkommen. Also, es sei denn, man fährt natürlich vernünftig. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. So, einmal über die Ampel. Sehr schön. So lobe ich mir das. Perfekt. So, und jetzt gut aufpassen auf Blitzer, weil das wird sonst ziemlich teuer. Hier können wir so ohne weiteres nicht in eins durchbrettern. Aber die Ampel bleibt wenigstens lange grün. Das ist mir schon mal etwas. Ach, die gelten nur 50. Ich habe Ortsschild übersehen. Naja, kann ja mal vorkommen. Aber den Ort haben sie aber nicht namentlich benannt. Also finde ich schon ein bisschen schade. Hätte mich interessiert, welcher Ort das jetzt gewesen wäre. Gut, man hätte auch vielleicht auf Kreuz- und Abfahrtbezeichnungen vielleicht achten können, wenn da jetzt auch wirklich was gestanden hat. Wären wir doch auch ein bisschen cleverer geworden, aber gut. Wir fahren hier einfach mal durch die Landschaft. Durchs wunderschöne Mecklenburg-Vorpommern. Und hoffen, dass wir keine Blitzer sehen. Da hinten ist Autobahntanke. Was wollen wir denn eigentlich hier überhaupt für den Sprit? Das würde mich mal interessieren. Mal kurz ein bisschen abbremsen. Ach ja gut, meine Augen konnten es jetzt nicht wirklich erkennen. Aber irgendwas war aber auf jeden Fall mit 1,87 noch was. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob das Diesel ist oder E10. Würde zumindest aktuell passen. Von den aktuellen Preisen her, weil ich glaube, die, ja gut, für Diesel ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch, aber bei E10 könnte das sogar tatsächlich hinkommen. Und wir schleichen schon wieder den Berg hoch. Ich glaube, wir brauchen irgendwie demnächst mal einen stärkeren LKW. Im Kleinen ist die Last ein bisschen zu schwer. Oder man sollte sich die Aufträge vielleicht noch ein bisschen besser durchsortieren aus der Rubrik. Ja, wie viel musst du noch fahren? Ja, mehrere Faktoren. Also, wie lang die Strecke ist, wie viel du auch für die Streckeneinheit kriegst und dann auch wie viel Tonnage man mitnimmt. Wenn ich mit diesen 20 km/h einen Berg hocheiern, das ist natürlich ein bisschen. Ja, ich glaube, das freut die wenigsten. Ich glaube, da hinten ist schon ein kleiner Stau. Und jetzt die aktuellen Verkehrsmeldungen. Ein schleichender LKW auf der Landstraße X von A nach B. Ich glaube, die Verkehrsmeldungen waren gerade. Ich glaube, wir sind erwähnt worden.
Aber 142 Kilometer noch. Also, wenn wir jetzt bergab richtig Gas geben können und dabei keinen Unfall bauen, dann sollte das doch was werden. Ei, ei, ei. Der Stau da hinten. Jetzt darf uns wirklich hier keiner irgendwie von der Polizei oder so entgegenkommen. Sonst heißt es, wir würden hier zu langsam fahren. Also ein LKW-Stau, der bildet sich nicht von jetzt auf gleich. Oder sie würden wahrscheinlich hier den LKW-Fahrer da hinten in der Reihe wegen überhöhter Geschwindigkeit versuchen dran zu kriegen. Aber ich glaube, das lockert sich so langsam. Ja, kann durchaus hinkommen, dass sich so langsam ein bisschen lockert. Und wir machen es übrigens mal so, wie bei uns die meisten niederländischen LKW-Fahrer. Wir geben mal richtig Gas. Das ist übrigens auch wirklich so ein Phänomen. Denn die Deutschen, die halten sich wirklich tatsächlich ungefähr an die Geschwindigkeit. Aber wenn du einen Polen oder einen Niederländer hast, die geben meistens 80, mindestens teils 90. Und ich habe jetzt so ein bisschen vergessen, glaube ich, wo das Licht ist. Da müsste ich mal eben kurz mal eben nachgucken. Wo war denn das Licht nochmal? Tasten und Knöpfe. Irgendwo müsste ein Licht oder so mal gewesen sein. Glaube ich. Lichtmodi L. So, das Problem ist, wir sind auf einer Kurvenstraße. Aber irgendwas leuchtet. Irgendwas leuchtet, das ist zumindest schon mal nicht verkehrt. Da können wir uns auf jeden Fall nicht. Wir machen uns vielleicht nicht so ganz strafbar, vielleicht mit. Erhöhte Geschwindigkeit vielleicht, aber. Warte, das ist nur Tagfahrlicht. So, das müsste das Abblendlicht sein. Also, ich habe jetzt gerade die Aufnahmezeit nicht im Auge, aber ich glaube, das könnte man sogar in einer Folge tatsächlich sogar schaffen. 96 Kilometer, das ist ein Witz. Aber gut, wir fahren ja auch mit 90 auf einer Landstraße, wo nur 60 erlaubt ist. Also von daher, ich würde mal behaupten, unser Führerschein ist weg, wenn wir uns erwischen lassen. Die Regeln für den LKW-Fahrer, die sind natürlich noch mal etwas strenger als ja, für einen Autofahrer. Ich hätte fast gesagt, wenn der Autofahrer jetzt nicht unbedingt genau an einem Stoppschild hält, gut, es wird neben der Ampel gewertet, aber ich hätte fast gesagt, eine Geldstrafe oder so, vielleicht einen Punkt, wenn es dumm läuft, hat er am Hals. Ein LKW-Fahrer hat hingegen, glaube ich, schon eher dann 2, 3 Punkte und eine noch höhere Geldstrafe. Also von daher, das, was wir jetzt machen, ist, glaube ich, auch ein bisschen sehr riskant. Ja, wobei, wir sind jetzt über ein Stoppschild und das ist eine überhöhte Geschwindigkeit. Naja, wir werden schon sehen. Ich sag mal so, ich habe sowieso kein Auge für Blitzer. Also, ich würde theoretisch auch in der Wirklichkeit so reinrasseln, wenn ich mal zu schnell unterwegs bin. Aber gut. Das ist natürlich dann eigene Schuld. Man kann sich auch mal an die Regeln halten. Ich nur noch 57 Kilometer. Also, ich glaube, eigentlich müsste ich erst nach der Aufnahme oder nach der Fahrt erstmal gucken, wie lange habe ich jetzt überhaupt aufgenommen. Und Cut setzen, eben gucken, wie lange es gedauert hat. Weil das ist eine Blitzfahrt. Also, ich würde mal so vom Gefühl her sagen, wir sind keine 10 Minuten unterwegs. Aber das werden wir gleich in Erfahrung bringen, bestimmt. Ach, und die letzten Meter gehen nochmal auf die Autobahn. Das ist doch schön. So, dann müsste ich mich eigentlich an die Regeln halten jetzt hier, weil Autobahnen, da werden gerne Blitzer aufgestellt. Und dann nicht mobile Blitzer, sondern feststehende Blitzer. Und irgendwie sind sie noch immer ziemlich düster, aber Licht müsste an sein. Also Licht ist an. Warum ich aber noch immer nichts sehe, das ist mir gerade ein Rätsel. Ja gut, vielleicht gibt es noch andere Lichter. Da müsste man vielleicht auch nochmal gucken. Aber solange wir nicht irgendwelche Strafen zahlen müssen, von wegen wir hatten kein Licht an, sollte das schon passen.
So, letzten 35 Kilometer gehen noch über die Autobahn. Also von daher, also ich würde mal sagen, nach Stettin, das war auf jeden Fall eine schöne Fahrt. Und auch noch recht, ja, wirklich eigentlich ziemlich zügig verdientes Geld, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Also leichter geht es, glaube ich, nicht mehr. Aber mal gucken, ob wir eventuell eine Fahrt nochmal wieder Richtung Deutschland kriegen. Also vielleicht wieder Richtung Heimat, sagen wir mal, wenn wir wieder kommen. Aber das werden wir noch in Erfahrung bringen. Jetzt mal eben eine dumme Frage. Wann werden wir eigentlich überhaupt erwartet? Ja gut, okay, das passt so ungefähr in den Zeitraum. Ui, Zoll! Und Autobahnende. Wir halten uns mal, glaube ich, an die Höchstgeschwindigkeit. Das wäre nicht verkehrt. So, können meine Augen jetzt mal was besser erkennen? Wie teuer und so weiter? 6 Euro! Das ist ja Wucher! Oder wird hier mit einer anderen Währung bezahlt? Also, D-Mark ist es bestimmt nicht. Das heißt weder Polen noch Deutschland. Und die Einführung von D-Mark ist, glaube ich, nicht sonderlich absehbar. Und hier wird fleißig gebaut in Stettin, das muss man auch sagen. Oh! Wieso waren da kurz 15.50 Uhr? Erster Aufenthalt in Stettin. Sehr schön. Gut, wir gehen mal auf 5. Rollen mal auf 50 runter. Ich glaube, das sollte schon passen. Zumal ich da hinten sowieso eine Ampel vermute. Ne? Keine Ampel? Das wundert mich noch. Hier vorne ist ein Hotel. Und hier ist ein Kreisverkehr. Also, ja, das sollte so passen. Fahren wir rein. Ich hätte fast gesagt, vielleicht mache ich sogar gleich kurz zwischen den Aufnahmen, fahre ich mal eben hier einmal durch Stettin, wenn es ist. Wobei, ich glaube, das brauchen wir noch nicht mal. An einem Fragezeichen kommen wir sogar tatsächlich so ohne weiteres vorbei. Das andere, ja gut, da kann man die Fahrt noch mal ein bisschen umplanen, wenn es ist. Ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem. Ja, das sind auch nur ein paar Meter, also von daher. Ich glaube, dann können wir auch wirklich dann am Ende genauso gut bei der nächsten Fahrt einmal eine kleine Ehrenrunde drehen. Zumal die Fahrt jetzt hier mal wirklich besonders schnell war und wir kommen natürlich nicht dran vorbei. Aber irgend so ein Heini meinte, er müsste jetzt nach Navi fahren. Aber gut. Zum Glück mache ich das gleich eben kurz offscreen auf die Schnelle. Je nachdem, wie das mit der Fahrt vielleicht aussieht oder Auftrag. Dann werde ich davon halt eben in der nächsten Folge, wenn es ist, berichten. So. Im markierten Bereich halten. Das kriegen wir, denke ich, hin. Das wird zwar ein bisschen kompliziert, aber sollte klappen. Einmal rückwärts. Ja, ich stehe ein bisschen zu weit drüben. Muss ein bisschen rüber, glaube ich. So, und jetzt ein bisschen zurück. Dann, ich glaube, jetzt so langsam einscheren. Einlenken, einlenken. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen drastischer. Weil ich jetzt doch zu sehr gepennt habe. Aber wir stehen schon mal so gut wie gerade vor, also das sollte, glaube ich, eventuell klappen. Ja, ein bisschen rüber. Also man ist so zufrieden. Das finde ich schon mal gut. So. Dauer 4 Stunden 13 Minuten. Also das war nie und nimmer. Aber gut.
Wir fahren damit mal vor. Und ich würde dann auch eben an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich fahre eben kurz auf schnell die zwei Fragezeichen ab. Dann sage ich eben Bescheid, was was ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.